Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ihr seht schon, wir machen heute eine ganz schnelle kleine Box. Die ist total süß und ich zeige euch einfach schnell, wie das geht, denn es ist wirklich einfach, ihr braucht auch keinen Kleber dafür. Und wir haben die beim Teamtreffen als unser zweites Projekt gemacht. Ich zoome mal ein bisschen raus, weil ich bin ganz schön nahe. Wir haben nämlich bei unserem Teamtreffen ein kleines Album gemacht. Ich habe euch das als Video auch mit dieser Farbkombination gezeigt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und genau, hier ist dieses kleine Album dazu oder auch eine Karte. Und dazu machen wir eben diese Box. Und das ist eben ein sehr aufwendiges Projekt. Deswegen haben wir da noch ein kleines dazu. Ich zeige euch mal ganz kurz, weil es eben schon da ist, was diese Karte kann. Also das könnt ihr noch beschriften und gestalten. Und man kann hier zum Beispiel super auch Fotos unterbringen oder Textgrüße und kann es dann eben auch wieder so cool zusammenbauen. Und allein dieser Effekt, wenn man das hier so rausschiebt, das finde ich halt schon mega cool. Und dadurch, dass wir das eben als größeres Projekt gebastelt haben, zeige ich euch jetzt auch noch schnell die kleine Box für alle Teamies, die leider keine Zeit haben und das vielleicht trotzdem gerne nachbasteln möchten, gibt es jetzt diese kleine süße Anleitung dazu. Und natürlich auch für jeden, der sonst gerne mit basteln möchte. Ich freue mich. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Papier in einem Design, das euch gefällt. Ist jetzt egal. Ich habe jetzt hier das neue Sonnendruckpapier. Ich blende euch die Bestellnummer ein. Das habe ich jetzt nicht da. Und ich habe noch ein bisschen Reststück in Granit und in Grundweiß. Hier ist die Bestellnummer für Grundweiß. Ich nehme eigentlich immer das extra stark. Und von Granit halte ich das auch noch mal kurz hier ins Bild. Dann habt ihr die auch. Das ist die Bestellnummer. Und das habe ich mir einfach schon ein bisschen gestaltet an Deko, aber das erkläre ich euch gleich. Die Grundbox ist ganz einfach gestaltet. Ich nehme mir einfach mein Blatt Papier, das hat das Maß 15 cm x 15 cm. Und falze mir das Ganze bei 4 cm, das ist meine erste Falzlinie. Und bei 11 cm. Die Idee ist übrigens nicht von mir. Ich mache euch das Originalvideo in die Infobox. Ist auf Englisch, aber man versteht sehr gut. Aber genau, damit ihr wisst, wo ich das her habe. Dann drehe ich mir mein Papier so rum und falze mir die andere Seite bei 6 und 9 cm. Also einmal bei 6 cm. Ist jetzt eben in Zentimeter und in Deutsch die Anleitung. Potels.com ist der Ideengeber. 6 cm und 9 cm. Genau. Also dann sieht das Ganze so aus. Ich glaube, in der Kamera sieht man es relativ gut. Ich habe es euch hier mal kurz so aufgemalt, in klein. Aber das ergibt sich ja. Und dann falze ich mir einfach alle Falzlinien einmal nach. Zucki geht das. Genau. Und jetzt schnappe ich mir mein Papier und möchte mir diese Seite hier, diese Seite so einknicken, aber es ist keine Diagonale, die von hier oben bis hier unten geht, sondern es ist diese Falzlinie, die auf diese Falzlinie kommt, sozusagen. Also seht ihr das hier? Ich knicke mir einfach nur diese Falzlinie so nach zur anderen hin. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich habe also hier diese Falzlinie und hier diese Falzlinie. Und so bringe ich diese beiden Falzlinien zusammen. Seht ihr das? Dann entsteht hier so eine Taschenform. Und das kann ich mir jetzt einfach mit meinem Papierfalter schön glatt streichen, schön nachfalzen. Hier innen. Und so entsteht dann diese Taschenform. Jetzt haben wir das auf der einen Seite gemacht. Und jetzt machen wir es bei der anderen einfach genauso. Wieder diese Falzlinie muss auf diese hier kommen. Da darf man sich eigentlich keine Gedanken machen, weil dann wird es kompliziert. Wenn man sich da keine Gedanken macht, geht es einfach automatisch. Probiert es einfach mal aus, spielt da ein bisschen mit dem Papier. Ich falze mir das wieder ein bisschen nach mit dem Papierfalter. Und jetzt noch die letzte Linie. Wieder diese Falzlinie auf diese Falzlinie legen.
Und manchmal hat man das auch, vielleicht geht es euch auch so, dass man da eine Seite klappt super und die andere irgendwie nicht mehr. Ich glaube, das hat irgendwas mit unseren Gehirnwindungen zu tun, dass man bei einer Seite besser klarkommt als bei einer anderen. Du wirst dann einfach von der anderen Seite und dann wird es schon klappen. So. Und so seht ihr, ist jetzt die Box schon fertig. So schließt sie sich. Schwuppdiwupp. Wenn ihr möchtet, könntet ihr euch das jetzt hier oben noch ankleben. Aber eigentlich braucht man das gar nicht. Im Original-Video ist es auch nicht festgeklebt. Sollen wir es mal machen? Wollt ihr mal sehen, wo? Also ich mache es jetzt mal. Ich klebe es jetzt an. Bei dieser habe ich es nicht gemacht. Und bei dem mache ich es jetzt einfach mal, damit ihr seht, wo der Kleber hinkommt. Ich würde mir einfach nur hier einen kleinen Klebestrich machen und das hier ankleben. Ich zeige euch das gleich nochmal auf der anderen Seite. Also ich lege mir das vorher so hin, wie ich es dann falte im Prinzip. Also eins ist ja ein bisschen weiter unten als das andere. Und auf das untere, auf dieses, das eine ist die Lasche eben oben drüber. Auf das untere mache ich mir einfach so einen dünnen Klebestreifen. Ganz wenig Kleber. Kann mir das andrücken und könnte das jetzt so festkleben. Ich muss kurz halten, bis der Kleber angetrocknet ist. Aber ihr könnt es auch lassen, also wie euch das lieber ist. Genau. Und dann schnappe ich mir einfach ein Band. Ich glaube, ich nehme mir jetzt hier einfach das Band in Granit. Und schneide mir das jetzt mal zu. Ich muss halt einmal so um die Box passen. Und ich mache es lieber ein bisschen länger, weil ich es mir dann oben, wenn ich ein Schleifchen mache, tue ich mir mein Schleifchen leichter. Das ist übrigens die Bestellnummer. Ich hoffe, es gibt es noch. Bin gerade nicht ganz aktuell. Ihr könnt es jetzt befüllen. Wenn ihr eine Schleife machen wollt, macht es euch lieber ein bisschen länger oder ihr macht euch einen Knoten hin. Ist ganz egal. Ihr könntet das auch lochen und dann oben festmachen, aber ich mache es jetzt einfach so. Ich mache mir hier noch so ein kleines Schleifchen hin. Naja, ich mache es noch ein bisschen schöner. Hat jetzt so viel abgeschnitten. Einfach ein Schleifchen oder wie hier einfach so ein Knoten. Wenn ihr gerne Schleifchen macht, macht es gerne. Ansonsten tut es einen Knoten auf sozusagen. Und da habe ich mir jetzt einfach aus den Stanzformen bezaubernde Etiketten dieses Element in Grau ausgestanzt. Und mit einer ganz kleinen Stanze, ich meine, dass es die 1-Inch-Kreisstanze ist. Ja, mit der 1-Inch-Kreisstanze oder mit einer kleineren Form habe ich mir einfach das Vielen Dank aufgestempelt und dann ausgestanzt. Und der Spruch Vielen Dank ist aus dem Stempelset Besondere Momente. Das hat diese Bestellnummer. Hier vielen Dank. Und die Farbe ist Pazifikblau, mit der ich das aufgestempelt habe. Also total easy. Und das klebe ich mir jetzt einfach bündig da drauf mit Flüssigkleber. Und ich fand es total schön, dass dieses Vielen Dank ein bisschen abgeschnitten ist. Also dieses V ist ja ein bisschen abgeschnitten, aber ich finde, das macht sich total gut. Ich weiß nicht warum. Das ist bei dem Spruch auf dem Album eigentlich auch schon ein bisschen so. Normalerweise sind wir das ja immer ganz großflächig passend haben, aber da fand ich es irgendwie schön. Und dann nehme ich mir einfach noch ein paar Dimensionals. Hier noch so ein angefangenes Stück. Und klebe mir auf die Rückseite einfach zwei Stücke drauf. Ich mache das jetzt so, dass ich mir das hier links und rechts von meinem Band aufklebe. Und dann mein Etikett einfach hier so drüber klebe. Dann hebt das Band zum einen natürlich noch ein bisschen. Wenn man das aufmacht, fliegt es nicht gleich weg. Man könnte sich das Band sogar auf dem Hintergrund noch festkleben, wenn man möchte. Aber ja, das geht ja auch so. Aber so hat man einfach eine süße kleine Box.
Und kann da noch ein bisschen was unterbringen, ein kleines Goodie. Und dann habe ich mir jetzt noch die Glitzersteine geschnappt. Die fand ich schön von der Farbkombination. Das ist der Schmuck von den Meereswellen. 159396, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich weiß es nicht genau. Aber wir können natürlich auch einfach mit den Glitzis arbeiten. Aber ich fand jetzt das Blau ganz passend. Und nachdem meine Teenies unter anderem auch so Glitzersteine in dieser Farbe bekommen haben, habe ich gedacht, kann man das auch gleich auf der Verpackung unterbringen. Und mache da einfach noch drei außen rum. Vielleicht machen wir auch vier. Das ist mir zu viel. So eine. Vier ist immer eine blöde Zahl. Also das wären jetzt ganz schön viele. Das ist etwas ungewöhnlich für mich, so viele. Aber ihr könnt es natürlich auch mit nur drei gestalten, so wie hier. Was euch besser gefällt. Und das war's auch schon, ihr Lieben. Also es ist eine ganz, ganz schnelle, einfache Verpackung. Ich könnte mir vorstellen, dass diese großen Kugeln da ganz gut reinpassen. Oder ein paar Küsschen. Ich habe hier immer so ein bisschen Mustersüßigkeiten. Also das könnte gut reinpassen. Diese kleinen Schokolade und diese Lindor-Kugeln vielleicht auch. Müssten auch reinpassen. Und Ferrero-Küsschen würden auch reinpassen. Also ich will jetzt keine Werbung für irgendwas machen, aber die Verpackung ist schon so, dass da ein bisschen was Süßes reinpasst oder auch ein kleines Geldgeschenk, wenn man das als Hochzeitskarte gestaltet und dann noch so ein bisschen was dazu gibt, kann man das natürlich schön machen. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, bastelt das gerne nach. Könnt ihr natürlich in jedem schönen Design machen, was euch so gefällt und was euch einfällt. Wenn es euch gut gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich natürlich. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln, kreativiert was Neues. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.